Hallo, hier ist Markus Herb. Heute will ich wieder ein aktuelles politisches Video machen über den Krieg in der Ukraine und die wirklich gefährlichen Entwicklungen. Der Sicherheitschef der Ukraine hat gerade geäußert, der dritte Weltkrieg hat bereits begonnen, weil die Auswirkungen des Krieges gehen weit über die Ukraine hinaus, in die gesamte NATO, in die USA. Gib doch ein Like für dieses Video, damit es sich auf YouTube verbreitet, und abonniere auch meinen YouTube-Kanal für immer wieder gesellschaftsrelevante Videos aus christlicher Sicht und auch wirklich die Zeichen der Zeit zu analysieren, zu erkennen. Ja, ich war schockiert, was ich dieser Tage studiert habe, aus verschiedensten Quellen, von Redacted, von anderen Quellen wie Epoch Times und auch NTD, andere Kanäle wie Fox News, wie die Situation eskaliert. Und Clayton Morris von Redacted hat hierüber ein Video gemacht, dass den Ukrainern die Männer ausgehen und dass jetzt eine so gefährliche Wendepunkt ist, dass die Ukraine jetzt überall anfängt, Werbevideos für Frauen zu drehen, Frauen hineinzieht in den Krieg und Männer, die in Europa geflüchtet sind, überall einzieht, aufspürt, und wir werden darüber reden, wie das abläuft jetzt. Briefe werden überall an die verbleibenden Männer Ukrainer verschickt und dann werden sie gefangen gesetzt. Das kann in Deutschland passieren, in Polen, in Frankreich, wo immer ukrainische Männer sind. Interpol verhaftet sie und führt sie zurück auf Geheiß von Zelensky, dass sie an das Schlachtfeld, an die Ostfront versetzt werden, der Ukraine, um dort für die NATO zu sterben. Mittlerweile sind Schätzungen, dass 500.000 ukrainische Soldaten gefallen sind. Eine halbe Million, das sind die Schätzungen. Und mittlerweile sind in einer Woche, gerade jetzt die letzte Woche, 7.000 ukrainische Soldaten an der Front gefallen. Das sind so viele, um mal ein Beispiel zu bringen, wie im Irakkrieg über mehrere Jahre Amerikaner gefallen sind. Also das passiert in einer Woche, 7.000 Männer gefallen. Ja. Und wir sehen also hier eine Eskalation, die brandgefährlich ist, wo der Ukraine die Männer ausgehen. Und der nächste Schritt ist dann eben wirklich nur noch, dass die NATO Soldaten entsendet. Und wir schicken ja mittlerweile die Waffen und Deutschland, die USA. Putin hat jetzt gerade gesagt, in den letzten Tagen, die USA erzwingt diesen Krieg in der Ukraine, bis der letzte ukrainische Soldat tot ist. Ja, jetzt ist die Frage, hat er Unrecht mit dieser Aussage? Glaubt wirklich jemand von euch ernsthaft, dass die USA damit nichts zu tun hat? Oder dass die USA diesen Krieg nicht erzwingt? Joe Biden hat Zelensky mehrfach empfangen und hat gesagt, wir werden euch Waffen liefern, bis der Krieg gegen Russland gewonnen ist. Das heißt, die USA missbraucht die Ukraine als ein Kriegsschauplatz gegen Russland. Und sie verheizen ukrainische Soldaten jeden Tag. Ja, der Prigozhin, der vor kurzem unter mysteriösen Umständen mit einem Jet abgestürzt ist, hat gesagt, ich ziehe mich zurück, weil es ist ein unnützer Krieg. Wir brauchen Frieden. Das ist ein Fleischwolf, in dem meine Soldaten, russische Soldaten und ukrainische Soldaten geopfert werden. Das ist nicht unser Krieg. Ja? Und die Ukraine ist mittlerweile ein Schlachtfeld, wo Soldaten immer weiter nachgeschoben werden und was ein sicherer Tod bedeutet. Jetzt war der Außenminister Blinken hier in der Ukraine und hat einen Friedhof besucht. Überall in der Ukraine entstehen neue Friedhöfe. Im ganzen Land gibt es Friedhöfe. Ich zeige dazu nachher noch Bilder.
Und er sagte hier in der Ukraine, wir machen wunderbare Fortschritte an der Front, ja, im Donbass und in Saporische an der Ostfront. Was für eine Lüge, weil die Karte, wir werden das gleich sehen, des Schlachtfeldes verändert sich überhaupt nicht. Ja, hier sehen wir in einer Woche, wo es mit Panzern und Raketen und Granaten Kämpfe gibt von der NATO, die Ukraine bewaffnet, Woche für Woche. Hier sind die aktiven Schlachten. Aber das Schlachtfeld verändert sich nicht, genau wie es im Ersten Weltkrieg war. Es ist ein Stellungskrieg, eine Materialschlacht, wo jeden Tag ganze Bataillone ukrainischer Soldaten sterben. Und mittlerweile gibt es kaum noch Soldaten, die auf dem Schlachtfeld kämpfen können. Ich habe auch Bilder gelesen von Zombie-Soldaten, Bilder gesehen, also ukrainische Männer, die wirklich auch schwach sind, ältere Männer, kränklich, psychologisch, auch vom Training her, völlig vorbereitet und vorbereitet für einen Krieg gegen eine sehr starke russische Armee. Das heißt, wie Zombie-Soldaten gehen sie emotional, seelisch, physisch und untrainiert an die Schlacht, an die Front, in die Schlacht, nur um für die NATO zu fallen. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Schande, was hier passiert. Und jetzt sehen wir, also eine 500.000 Flüchtlinge waren schon in den ersten Monaten aus der Ukraine geflohen, mittlerweile einige Millionen. Und jetzt gibt es 80.000 Männer, die mittlerweile in Europa sind, die jetzt Briefe bekommen haben, dass sie zurück sollen in die Ukraine, wie dieser junge Mann hier. Redacted bringt dieses Video, dass der Ukraine die Männer ausgehen. Er zeigt seinen Einzugsbefehl in einem europäischen Land, wo ihm gesagt wird, du hast die Europäische Union innerhalb von 2 Wochen zu verlassen. Du bist illegal in der EU. Du musst zurück nach der Ukraine kommen. Das ist so absurd, weil am Anfang des Krieges im Februar hat Zelensky es begrüßt, dass Ukrainer geflohen sind vor den Bomben, vor den Angriffen, vor dem Krieg. Und europäische Länder haben ukrainische Familien, Flüchtlinge, Männer und Frauen aufgenommen. Und jetzt werden sie von der ukrainischen Regierung verfolgt und es wird ihnen gesagt, wenn du nicht zurückkommst in die Ukraine freiwillig, dann werden wir dich unter Zwang zurückführen auf das Territorium der Ukraine. Wofür? Um direkt an die Front zu kommen, wo jeden Tag also Zehntausende von Granaten fliegen, um für die NATO zu sterben. Das ist eine Schande. Hier ist einer der vielen, vielen Friedhöfe, die in der ganzen Ukraine entstanden sind. Ja? Und hier sehen wir einen dieser vielen, vielen Friedhöfe, eine Frau in der Mitte, die ihren verlorenen Mann beklagt. All das sind Männer, die gefallen sind in einem unnützen Krieg. Und ich denke, dass es eine absolute Schande ist, dass ein Außenminister der USA, Blinken, hier auf dem Schlachtfeld ist und sagt, wir machen Fortschritte an der Ostfront, lasst uns mehr Männer schicken, mehr Waffen, mehr Soldaten. Diese ganzen Friedhöfe, diese Hunderttausende gefallenen Soldaten sind die Schuld von ihm, von einer Regierung von Joe Biden, von der USA, die diesem Krieg immer mehr Waffen nachschiebt, immer mehr Soldaten. Und das ist am Rande des Dritten Weltkrieges. Also vielen Dank für die Fortschritte an der Ostfront. Ja, hier sehen wir, was mittlerweile passiert. In dem Ukraine-Konflikt werden mittlerweile 100 Millionen US-Dollar verschossen. Ja, 100 Dollar pro Minute, 100 Dollar pro Minute. Ja, und es sind mittlerweile hunderte Millionen, die in einem Monat ausgegeben werden für den Ukraine-Krieg. Bevor Russland die Krim eingenommen hat, weil die USA sagte, die Ukraine soll Teil der NATO werden. Und das
war völlig klar, dass das eine Bedrohung der Sicherheitsinteressen Russlands sein würde. Nachdem das also als Ziel erklärt wurde, 2014, hat dann Wladimir Putin die Krim eingenommen. Aber schon 8 Jahre vorher wurde der Donbass bombardiert und mit 1 Million pro Monat Steuergeldern aus den USA wurden russische Städte und Russen bombardiert. Die Videos sind immer noch auf YouTube. Und die Russen, auch Wladimir Putin, haben gesagt, ihr bombardiert unser Volk, ihr bombardiert Russen. Hört auf damit. Und dann das Ziel, die Ukraine in die NATO zu kriegen, hat dann Wladimir Putin gesagt, genug ist genug, wir fallen in die Krim ein und wir annektieren die Krim. Ja? Und das ist dann geschehen, aber davor wurde ein demokratisch gewählter Präsident in der Ukraine 2014 gestürzt. Durch die CIA, durch die USA. Und ein proamerikanischer Präsident der Ukraine eingesetzt. Und dann, 2 Monate später, kam der Krimkrieg. Ja? Und diese Dinge sind also lange, lange, lange vorbereitet worden. Heute wird ein Hundertfaches ausgegeben für den Ukraine-Krieg von den USA, der NATO, um Russland zu besiegen, als das um den Krieg im Donbass war. Da wurde 1 Million ausgegeben im Monat, heute sind es 100 Millionen. Also das ist eine unglaubliche Eskalation. Und mittlerweile gibt es Werbevideos für Frauen, dass Frauen in die Armee eingezogen werden. Die ukrainische Regierung hat jetzt neue Videos rausgebracht, dass die ukrainischen Frauen an die Front sollen und dass sie aufhören sollen, nur zu tanzen, ja, und irgendwelche Feste zu feiern, sondern die ukrainischen Frauen, wenn sie Patrioten sind, sollen Verantwortung übernehmen und in den Krieg an die Front eingezogen werden, damit sie für ihr Land, für die NATO sterben. Sie sterben nicht für Ukraine. Die Ukraine ist mittlerweile in so vielen Bereichen zerstört. Und so viele Männer, es sind mittlerweile 3 Millionen Männer geflüchtet und sie haben gesagt, wir wollen niemals zurückkommen. Warum auch? Sie wollen in der EU ihre Familie sicher in Frieden aufwachsen sehen und aufbauen. Aber wie gesagt, die Ukraine verfolgt mittlerweile Männer und hier sehen wir, Ukraine hat keine Männer mehr übrig, jetzt wollen sie auch Frauen rekrutieren zum Kampf. Also was wir hier sehen, ist eine unglaubliche Tragödie und wir müssen beten, dass dieser Wahnsinn stoppt, dass junge Männer wie dieser junge Mann, die jetzt zu Zehntausenden also verfolgt werden von der ukrainischen Regierung und die also Einberufungsbefehle an die Front bekommen, dass dieser Wahnsinn stoppt. Ja? Wir müssen beten für Frieden. Jesus hat gesagt in Lukas 14, wenn eine Macht zu stark ist, dann bitte um die Friedensbedingungen. Und heute kann der Ukraine-Krieg vorbei sein. Hier sagt ein russischer General, der Nuklearkrieg zwischen Russland und den USA, NATO, ist unvermeidbar, wenn Friedensverhandlungen nicht folgen. Warum ist dieser Krieg in der Eskalation zum Nuklearkrieg unvermeidbar? Weil bald gibt es keine ukrainischen Männer und Frauen mehr, die an die Front gezogen werden können. Und dann kommen NATO-Soldaten. Und das ist, was der tiefe Staat in den USA will. Es ist schockierend, ja, wie viele tote Ukrainer mittlerweile Verantwortung des Westens sind, auch von Deutschland, Panzer, Jets, Waffen zu liefern. Wie unverantwortlich also dieser Krieg hier geführt wird. Das ist etwas, was die USA will, was der tiefe Staat will. Und wir müssen dagegen beten, dass Friedensverhandlungen kommen, weil Frieden kann morgen geschehen, wenn die USA sagt, wir liefern keine Waffen mehr, wir wollen die Friedensbedingungen von Russland erfüllen, die 5 annektierten Gebiete Russland zusprechen. Übrigens war es aus der Sicht der Menschen, die dort leben, 95% Russen, haben gewählt, 95% haben
gewählt, dass sie unter russischer Herrschaft sein wollen. Es ist jetzt mittlerweile Teil Russlands, die Krim plus 4 weitere Gebiete. Und sie haben abgestimmt, ja, und um des Friedens willen, dass nicht Hunderttausende weitere sterben, ist es absolut richtig, jetzt Frieden zu schließen. Mittlerweile weist Polen ukrainische Männer in die Ukraine aus. Sie sendet sie zurück in die Ukraine, damit sie für die NATO sterben. Was für eine Schande. Was für eine Schande. Also das ist mein Update. Dieser Krieg ist absolut wahnsinnig. Wir brauchen Frieden. Und die Ampelregierung hat ja ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr erlassen. Für viele andere Bereiche ist kein Geld mehr da. Der neue Klimadeal mit neuen Heizungen, mit alternativen Brennstoffen, ohne Atomenergie, ohne fossile Brennstoffe, kostet uns 2 Billionen Euro. Das sind 2000 Milliarden Euro. Die Ampelregierung ruiniert den Mittelstand. Sie ruiniert mit diesen Beschlüssen so viele Menschen, die nachher die Energiewende nicht mehr bezahlen können. Ich will darüber weitere Videos machen, auch über die Dinge, die die Ampelregierung jetzt gerade wieder in der Bundestagsdebatte geäußert hat. Robert Habeck über die neue Klimapolitik, ja, dass unsere Entscheidung hier eine vernünftige Heizung zu haben, das ist nach den Grünen eben alternative Brennstoffe, eine Wärmepumpe, dass diese Sache viele dazu zwingen wird, ihre Häuser zu verkaufen, weil sie dann auch umrüsten müssen, dämmen müssen. Und das kann 120.000, 150.000 Euro kosten. Und das kann viele Häuslebesitzer zwingen, ihr Haus aufzugeben. Und das sind alles Dinge, wo unsere Regierung in Einheit mit der NATO, mit der USA ist, diesen Ukraine-Krieg weiterzuführen. Das hat zur Energiekrise geführt, das hat zur Sprengung von Nord Stream 1 und 2 geführt und wir sind mittlerweile in Rezession und das Einzige, was wir brauchen, ist Frieden in Europa, Frieden in der Ukraine. Alles andere ist ein Massenabschlachten von russischen und ukrainischen Soldaten und Zivilisten. Und das ist eine große Sünde, die zum Himmel schreit und die zu nichts anderem führen kann als zur Eskalation in den Dritten Weltkrieg. Wie gesagt, der Sicherheitschef der Ukraine hat gesagt, wir sind schon lange mitten im Dritten Weltkrieg, weil es geht weit über die Ukraine hinaus, dieser Konflikt. Es ist kein bilateraler Krieg zwischen Ukraine und Russland, es ist ein multilateraler Krieg zwischen dem Westen und Russland, zwischen dem Westen und dem Osten und dahinter steht BRICS, die BRICS-Nation mit China, Indien und mittlerweile vielen anderen Ländern. Schreibt eure Kommentare, wie ihr das seht und abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Und wenn du meine Medienarbeit unterstützen willst, kannst du das tun auf unseren Verein Neues Leben e.V. DE 85 1705, 2000 0940 0440 72, Verwendungszweck Medienarbeit. Vielen Dank für jede Spende, weil wir bauen zurzeit Grundlagen, um diese Medienarbeit auf die nächste Ebene zu führen und immer mehr Sendungen zu machen, die einfach die Augen öffnen, in welchen gefährlichen Zeiten wir leben und wie wir uns auch darauf vorbereiten. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Leite es auch an andere weiter, wenn du meinst, dass dieses Video hilfreich ist. Und lasst uns beten für Frieden und dass ein Geist der Buße kommt und dass auch diese schlechten Regierungen in den USA, auch in Deutschland, abgewählt werden und dass bessere Regierungen an ihre Stelle kommen. Gottes Segen.